Paartherapeut, Beziehungscoach, das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir, wie ich finde, ein richtig spannendes Thema, das hatten wir wirklich noch gar nicht. Und zwar geht es darum, dass jemand immer wieder gepiesackt wird wegen seiner Haltung. Also finde ich richtig spannend. Genau, lieber Christian, ich hoffe, du nimmst das situative Du an. Ich habe mir das gar nicht gewöhnt, hier so formal angesprochen zu werden. Ja, nehme ich an. Seit einigen Monaten begleiten mich deine Videos. Ich bin glücklich verheiratet. Wir sind seit 25 Jahren zusammen mit Höhen und Tiefen und erleben seit etwa 10 Jahren die beste Phase unserer Beziehung. Ja, und gute Arbeit, kann ich nur sagen, ne? Good for you. Sehr gut. Trotzdem konnte ich mit deinem Kanal viel heilen aus der Jugend, aber auch aktuelle Beziehungsthemen, die mich beschäftigen und belasten. Nun habe ich ein Thema, das mich seit vielen Jahren begleitet und es würde mir sehr helfen, eine Sichtweise dazu zu hören. Seit etwa meinem 13. Lebensjahr habe ich einen Rundrücken, der wohl optisch nicht besonders schön zu sein scheint. Ja, jetzt wo du diese Mail geschrieben hast, ist das so ein Thema, das kenne ich auch. Also das, meine Mutter hatte das auch und ich habe das auch so ein bisschen... habe da schon lange nichts mehr von gehört. Also habt ihr früher auch öfter mal was von gehört. Also kann ich, fühle dich auf jeden Fall. Ich komme damit sehr gut klar. Natürlich habe ich über die Jahre alles Mögliche an Sport, Haltungstraining etc., was man so alles gesagt bekommt, durchgeführt. Ja, also ich kenne dich ja nicht. Natürlich, wenn man irgendwie den Eindruck hat, gibt irgendwas, woran man arbeiten sollte mit Krafttraining oder was auch immer, dann sollte man es natürlich tun, aber hast du ja schon mal gemacht. Und ich kenne dieses Thema aber auch so ein bisschen, weil mir auch oft gesagt wurde, ich hätte eine schlechte Haltung, hatte aber immer 90% weniger Rückenschmerzen als andere Menschen. So dachte ich auch, ey, leck mich doch, ey. Und das scheint bei dir aber auch so zu sein. Ich komme damit sehr gut klar, habe alles Mögliche probiert, habe mich auch schon vermessen lassen und es ist wohl tatsächlich kein Haltungsschaden. Die Physiopraxis meinte im Ergebnis, sie sind halt so gewachsen. Ja, jeder Körper ist ein bisschen anders, so ist es halt, ne? Die einen haben besonders viele Muskeln, die anderen sind besonders groß. Nein, oder auch klein oder nicht, oder es gibt unterschiedliche Körperformen. Es wird ja auch negiert in unserer heutigen Zeit, wo wir diese ganzen Filter einsetzen, ganzen Promis sich operieren lassen, Aber was soll man dazu sagen, die Welt ist so, wie es ist, Woraufhin mein Mann meinte, sag ich doch schon immer, ja, das ist schon mal guten Mann, finde ich gut. Beim Volkshochschulkurs Sprechtraining hat die Trainerin unsere Haltung korrigiert und meinte bei mir ganz erstaunt, sie sind ja total im Lot. Ich fühlte mich sehr wohl mit mir und meiner Haltung. Mittlerweile bin ich 50 Jahre alt. Und häufig die einzige Person, die noch nie Rückenschmerzen hatte. Das ist so ein bisschen wie mit dem Gewicht. Also wer sagt denn, dass irgendwie so super dünn immer gesund ist zum Beispiel? Ich bin mit einer ausgezeichneten Gesundheit gesegnet. Doch Gott behüte, wenn sich das mal ändern sollte, womit ich natürlich nun im höheren Lebensalter rechne. Ich arbeite seit 20 Jahren als Flugbegleiterin. Ist jetzt ein Klischee von mir, aber umso erstaunlicher, dass, ich spare mir das mal. Also freue mich einfach, dass ihr eine gute Beziehung habt. Ich glaube, das ist ein Job, in dem es nicht so einfach ist, gute Beziehung zu haben, aber vielleicht arbeitest du ja auch in Kurzstrecke und ja, umso besser. In wöchentlich wechselnden Teams, da es für uns wesentlich ist, schnell ein neues, gut funktionierendes Team zu schaffen, entsteht schnell eine bestimmte Form der Vertraulichkeit unter eigentlich Fremden. Nun werde ich mit einer bestimmten Regelmäßigkeit von diesen fremden Kollegen und Kolleginnen out of the blue in einer Form auf meine Körperhaltung angesprochen, die mich sprachlos lässt und sehr schmerzhaft ist. Die beiden letzten Begegnungen sahen so aus. Am dritten Tag unseres gemeinsamen Arbeitsbandes, ja, machte ich leichte Kniebeugen und sagte lachend zur Kollegin, ich glaube, ich sollte mal andere Muskeln bewegen, um fit zu bleiben. Diese sagt daraufhin, ja, und du solltest dringend mal an deiner Haltung arbeiten. Ja, also ich sagte gleich, meine Meinung dazu ist komplett fucking übergriffig, hast du danach gefragt irgendwie. Das ist, was wir meinen mit passiv-aggressiv. Das ist passiv-aggressives Verhalten. Mein passiv muss man schon in große Anführungszeichen setzen. Das ist passiv-aggressives Verhalten. Ne? Und ich meine, ich jetzt, wo ich die Mail sehe,
merke ich, wie lange das schon nicht mehr passiert ist. Das ist mir früher auch passiert, so ist ja auch meine Haltung angesprochen, wurde so aus dem Nichts, ne? Aber du bist ja ein cooler Typ, aber sag mal, deine Haltung. Und das ist oft eine Strategie, den anderen irgendwie klein zu halten, warum auch immer, ne? Also jetzt, man kann jetzt, vielleicht sagst du dann, warum sollten das diese Personen denn tun? Aber Menschen sind, also Menschen vor allen Dingen, die im Schmerzkörper sind, eigene, vielleicht eigene Körperthemen haben, vielleicht sich einen riesen Kopf machen um ihren Körper und sehen, wie du gut klarkommst, auch mit vielleicht, was wir ja alle haben, irgendwelchen Sachen. Und ich bin nur auch überzeugt, dass es eine absolute Kleinigkeit ist, sondern wird diese Kleinigkeit wird aufgeblasen, um einen passiv-aggressiven Kommentar, um andere runterzuputzen. Warum macht man das? Weil man irgendwie im Schmerzkörper ist selber so, ne? Und es also hat absolut keinen fucking Sinn. Du hast da nicht nachgefragt. Und wenn man nur ein Fitzefunkchen, so ein kleines bisschen Empathie hätte, würde man sich das sparen. Ich frage mich, warum kommen immer Leute drauf, dass man ihre Meinung hören will zu irgendwas, auch noch zu Körperthemen. Also seid am Arsch, ey. Ja, ist vor lauter Schreck Kamera stehen geblieben. Also am Arsch, ne? Warum solltest du das wissen wollen, ne? Also sagst, ich wette, du gehst das Schiff nicht dahin und sagst anderen Menschen, deine Nase ist minimal krumm oder warum hast du nicht mehr so viele Haare wie mit 20? Was weiß ich, ne? Warum hast du so große Füße? Ja, toll. Was ist total aggressiv? Es ist null empathisch. Und also das ist so ein Gedanke, den ich dazu habe. Ein anderer Gedanke, den ich habe, ist, das geht eigentlich in die gleiche Richtung. Viele Menschen haben ein Gespür dafür, dass sie genau wissen, wo sie anderen wehtun können. Also es ist wirklich verrückt. Es ist wirklich verrückt. Und wie so ein Trüffelschwein, irgendwie gehen sie genau da drauf, ne? Also wenn du jetzt ich könnte wetten, wenn du ein Thema damit hättest, dass du denkst, deine Nase ist so groß, und würdest deinen vermeintlichen Rundrücken auch total in Ordnung finden, aber würdest denken, oh, meine Nase ist aber zu groß, würden diese Kollegen deine Nase angehen. Garantiert, könnte ich für wetten. Also irgendwie spüren das Menschen, wie gesagt, natürlich ist das gemein irgendwie, aber das, die denken bestimmt, sie machen irgendwas Gutes oder wollen ja nur helfen. Aber hat keiner nachgefragt. Also ich würde denen echt richtig Bescheid sagen. Also das ist ein zweiter Gedanke, den ich habe, dass diese irgendwie spüren, wo du ein Thema mit hast, was auch heißt, dass du weiter daran arbeiten solltest, dass du ich hätte schon fast gesagt, dir förmlich manifestierst, dass du dir sagst, es gibt's für mich nicht, dieses Thema ist nicht existent. Es ist für mich nicht existent, es kommt meinem Weltbild nicht vor, ne? Was? Rundrücken habe ich noch nie gehört, ne? Was willst du? Also ich würde das noch viel weniger fokussieren, noch viel mehr davon ausgehen, dass mit dir alles in Ordnung ist, dass du aus deinem Feld das noch mehr rauskriegst, irgendwie so. Das ist noch ein Gedanke, den ich habe. Dann, da kommen wir, glaube ich, gleich auch noch zu. Und was ist das Dritte, was ich sagen wollte? Ich könnte mir vorstellen, dass du zu nett bist, wie so viele, die hier schreiben, dass du zu nett bist und dann spürt sozusagen jemand, da kann ich meinen Frust mal ablassen und die ist ja auch sehr nett, die wird wahrscheinlich nicht zurückschießen irgendwie. Das könnte auch sein, dass das andere spüren, dass sie nicht viel Gegenwehr zu erwarten haben. So, jetzt könnte man dich wieder fragen, warum sind Menschen so? Leute, frag mich nicht, also das ist die Welt. Ist in Teilen einfach, sehen wir ja auch im Großen, völlig kaputt und trotzdem wunderbar. Wir müssen das jetzt auch nicht zu negativ sehen, aber es ist, wie es ist, ne? So. Ich habe dann geantwortet, das sollte in diesem Kontext eine interessante Wortwahl wäre. Ich würde sagen, ey, spinnst du? Ich würde echt sagen, ey, fick dich, ey, wirklich, ne? Also, sorry. Von mir muss jetzt, wir können ja gerne zusammenarbeiten, aber du bist für mich raus, irgendwie so. Also, das würde ich richtig hart sanktionieren, wirklich. Und gar nicht so gesetzt irgendwie sollte. Daraufhin erhielt ich einen Vortrag darüber. Ja, siehst du? Zu nett. Also, wie gesagt, ich sehe nur an diesen Reaktionen. Ich denke, es ist eigentlich schön, wenn Menschen nett sind, aber die Netten werden halt übergemängelt irgendwie, ne?
Das heißt, wieder nicht gestoppt, diese Person. Es kommt der nächste Spruch, ne? Daraufhin hielt ich einen Vortrag darüber, dass wir alle eine schlechte Haltung hätten und sie das schon verstehe, aber ich mir dadurch meinen Rücken ruiniere, ja. Was sehen wir hier? Sie ist immer noch, du hast diese Frau nicht gestoppt, oder was, Mann, Frau, weiß ich nicht, du hast sie nicht gestoppt, die hat immer noch nicht, respektiert sie nicht deine Grenze, deswegen würde ich viel härter gegen vorgehen. Ich habe dann gemeint, dass ich noch nie Schmerzen gehabt hätte. Warum ist das keine gute Reaktion? Weil du rechtfertigst dich. Du musst dich aber gar nicht rechtfertigen. Ich würde so tun, wie als wenn dir jemand vorgeworfen hätte, du wärst ein Alien. Ich würde sagen, hackt's noch? Sag mal, spinnst du oder was irgendwie? Also ich würde da richtig zurückschießen. Und wenn du das meinst, du kannst das nicht, würde ich es echt üben. So, ne? Dass sie einfach dein Gegenüber in diesem Moment einfach die Fresse hält. Sorry, ne? Das ist mal so. Das regt mich richtig auf. Ne? Echt. Wirklich, ich würde da richtig zurückschießen. Muss ja nicht unhöflich werden, aber einfach so, fick dich, sollte man vielleicht nicht sagen. Aber kannst ja denken, aber ich würde sagen, was kann man sagen? Vielleicht fällt euch noch was unter den Videos noch was ein, aber ich würde was sehr Kühles sagen, würde sagen, was würde ich denn sagen? Ich glaube, ich würde schon sowas sagen, sag mal, hackt's bei dir noch irgendwie. Also ich würde schon sehr drastisch reagieren, auf jeden Fall. Aus heutiger Sicht, früher hätte ich das auch nicht so gekonnt. Aber ich will mich auf gar keinen Fall rechtfertigen. Auf gar keinen Fall irgendwie, ne? Worauf sie meinte, du bist ja noch jung, was ich schon wieder lustig finde. Aber es war nicht lustig. Nee, das ist passiv-aggressiv, ja. Ist auch nicht lustig gemeint. Ich habe mit den Tränen gekämpft. Ja, was sagt uns das? Da ist noch... Also Trüffelschwein hat irgendwas gefunden bei dir. Das heißt, du darfst es noch weiter aus deinem Feld loslassen und auch noch weiter, also das ist jetzt so die Kurzvariante, noch weiter sagen, hey, mit mir ist alles in Ordnung. So, ne? Du kannst ja auch immer sagen, ey, was willst du eigentlich? Also ich habe mein Leben im Griff, ich habe eine glückliche Beziehung, ich muss nicht so leben wie du. Kannst du sonst was denken, was auch immer. Aber das würde ich nicht über mich ergehen lassen. So, ne? Ich habe mit den Tränen gekämpft und hatte auf dem Flug letzte Nacht in einem anderen Team mir einen Kollege, der sich schon vorher in der Gruppe als Kampfsportler und Personal Trainer bekannt gemacht hatte, unvermittelt, als er hinter mir stand, mit beiden Daumen in den oberen Nacken gedrückt. Was sagt uns das? Entweder oder eine Mischung, also ich biete das jetzt hier nur so an, ne? Also entweder jemand, der komplett übergriffig ist und oder jemand, der deine Grenzen nicht wahrnimmt. Ne? Also du könntest auch mal so eine Übung machen, dass du immer wieder sagst, ich habe eine Grenze. Also du gehst ins Flugzeug und sagst, hier ist meine Grenze, hier ist meine Grenze. Hier kein Mensch darf diese Grenze überwinden. Dass du wirklich dran arbeitest, auch so von der inneren Haltung her, dass du so Grenzen aufbaust. Ne? Komplett übergriffig. Ne? Wir hatten uns erst für den Flug einige Stunden vorher kennengelernt. Ich bin weggesprungen, habe gemeint, wie er denn auf die Idee kommt, mich anfassen zu dürfen. Das ist super Reaktion, finde ich. Das ist die richtige Energie und auch sehr schneidend kalt gesagt häufig. Ja, er sehe, dass ich da ein Überbein hätte und er könnte mir helfen, er kenne sich aus. Ja, also offensichtlich bist du immer noch zu nett, du hast ihn nicht gestoppt, ne? Ich will jetzt sagen, halt die Klappe, einfach lass mich in Ruhe. Kümmere dich um deinen Scheiß. Das ist so, wie wenn du, ich will das jetzt nicht vergleichen, der Vergleich hinkt, aber es ist so, als wenn du mit dem Hund durch die Gegend gehst und jeder will dir sagen, was mit deinem Hund ist, ne? Oder obwohl du gar nicht gefragt hast, ne? Irgendwie hatte ich neulich auch, da war im Restaurant, Juli hat irgendwie gesessen, geguckt, ob sie hingesetzt, aufgestanden, hingesetzt. Ja, da kam jemand an und sagte, ich kenne jemanden, da wird der Hund springen. Er wird mit einem Wort, wird er springen. Ja, interessiert mich nicht. Ne, interessiert mich nicht. Habe ich dich gefragt, ob ich einen Hundetrainer brauche? Nein, ne? Ich habe dann gemeint, dass ich keine Hilfe benötige und dass da nicht einfach jemand anfassen kann. Das finde ich eigentlich schon sehr gut. Also da würde ich auf jeden Fall weitermachen und das immer mehr so in dein Feld einarbeiten. Ich habe Grenzen, meine Grenzen werden respektiert. Im Flugzeug, hier ist also auch so vorstellen, hier ist meine Grenze. Also ich würde wirklich viel mental mit Grenzen arbeiten, so, ne? Da es für mich sich so anfühlt, als hätte er mir in den Schritt gefasst. Ja, also ich finde das absolut guten Vergleich. Ich frage mich nur, ob... Ich würde gar nicht so viel ins Detail gehen. Ich würde einfach sagen, hier ist meine Grenze. So, ne? Er meinte dann, aber dem Thema bist du wohl empfindlich. Das ist immer so grenzüberschreitend, wenn Leute einem so... Das ist so, wie gesagt, als wenn du
Du bestellst Essen, der Kellner kommt, kippt dir die Suppe irgendwie in Ausschnitt, dann sagst du, sag mal, hackt's noch? Und dann sagt der Kellner, du bist aber empfindlich. Das sagen immer die Leute, die, vor allem wenn du das zu dem sagen würdest, irgendwas, was in seinem Wesen vermeintlich nicht in Ordnung ist. Was meinst du, wie empfindlich diese Person wäre? Gerade die Leute, die wirklich super empfindlich ist, sagen immer, andere wären so empfindlich und beleidigen die. Das ist wirklich verrückt manchmal, ne? Ich habe zurückgeschossen und gemeint, dass ich auch sehe, dass er Übergewicht habe, aber dass ich ihm da auch helfen könnte. Ja, finde ich eigentlich ganz witzig. und man sieht jetzt auch in der Reaktion, dass du ihn hier auf jeden Fall getroffen hast. Er antwortet, dass er sein Übergewicht nicht schnell ändern könne. Ich meine Haltung aber schon. Ja, also ich meine, das ist so daneben, das ist auch so nicht nachgedacht irgendwie. Also wie gesagt, du kannst gerne mal zurückschießen, aber ich würde wirklich dran arbeiten, also ich würde immer wieder überlegen, was ist mein Ziel? Ich möchte, dass meine Grenze respektiert wird. Ne? Das Ziel ist jetzt nicht unbedingt, das tollste Comeback zu haben oder stundenlang zu diskutieren, sondern hier ist meine Grenze. Ich möchte, dass du meine Grenze respektierst. So, ne? Ich denke, du kannst auch mal sagen, was du ja auch schon ein bisschen gemacht hast, ist übergriffig, ne? Es ist übergriffig. Oder noch so ein Ding, ich beschwere mich irgendwie über dich. Ne? Also Leute, wirklich, ich würde wirklich an Respekt arbeiten. Ne? Und dann kommt das, glaube ich, ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch irgendwann, dass du es mir ausstrahlst und dass es dann gar nicht mehr so vorkommt. So, ne? Lieber Christian, ich möchte sagen, dass du mir schon sehr geholfen hast, denn bei mir ist das Thema Standards, Werte und rote Flaggen eingefallen. Ja, das ist ein Dealbreaker, ne? Das ist ganz klar ein Dealbreaker. Nur, dass du eine Arbeit, du kannst dich aus dem Flugzeug raus in dem Moment, ne? Aber du kannst dich auch mal über jemanden beschweren, so, ne? Weil das ist einfach, das geht einfach gar nicht. Und das ist egal, was der andere will, sondern was meine Standards sind. Ja, wir reden ja eher von Dealbreaker, ne? Also das ist schon. Und ich überlege, ob ich akzeptieren lerne, dass mich jemand darauf anspricht. Nee, bitte nicht. Aber eben nicht anfasst. Nee, solltest du auf gar keinen Fall. Nee, also der Weg ist eigentlich immer weniger zu akzeptieren, so, ne? Natürlich sollte man nicht zu viel Grenzen haben, aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall, ja, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll. Es tut sehr weh und in dem Moment habe ich das Gefühl, ich muss so schlimm aussehen, dass es für die Umwelt nicht zu ertragen ist. Nee, also das denk bitte nicht. Sondern da ist ein Trüffelschwein, was so deine Schamthemen irgendwie spürt und in aggressiver Weise darauf anspringt. Deswegen ist es schon gut, das, glaube ich, mehr aus deinem Feld rauszuholen irgendwie. Aber das wäre genau das Gegenteil, zu denken, mit mir stimmt irgendwas nicht. Aber ich kann super verstehen, ich verstehe dich absolut, wenn man so auf den Körper angesprochen wird, wie beschämend das sein kann. Und vielleicht hast du das ja auch schon öfter erlebt oder auch schon früher mal erlebt. Und das macht einen einfach so sprachlos. Ne? Das kann nicht, muss auch nicht, ist auch nicht schlimm, wenn nur in dem Moment dir nichts einfällt. Aber ich würde schon, würde das nie unwidersprochen lassen, sowas. Ne? Also. Am liebsten würde ich dann kündigen. Gut, ich weiß, also würde ich nicht machen, weil ich würde, weil ich glaube, dieses Grenzen setzen lernen, auch in diesem Bereich, das würdest du unter Umständen mitnehmen an einen anderen Arbeitsplatz. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es, ich weiß nicht, ob Flugbegleiter so die sensibelste Berufsgruppe ist, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Es gibt sicherlich Arbeitsumgebungen, wo die Leute, obwohl selbst im sozialen Bereich könnte sowas passieren. Also ich weiß es nicht, vielleicht gibt es Arbeitsumgebungen, wo sowas nicht passieren würde, aber das ist so ein Thema, da würde ich denken, ich kann jetzt zwar kündigen, aber unter Umständen nehme ich das Thema mit, also dann kann ich es auch gleich hier angehen, so, ne? Ich glaube, das kriegst du auch hin. Aber Vorgesetzte haben das noch nie moniert. Ja, gut, ich meine, ich denke, du bist ja schon lange dabei. Früher hat man ja viel auf Aussehen geguckt und da scheint ja alles gut zu sein und wurde ja auch so eingestellt. Ja, also das sagt ja alles. Ich glaube, das ist nicht real, dieses Thema. Das ist vielleicht ein bisschen mini-real, aber es ist nicht wirklich real, sondern das ist so eine Wechselwirkung von unsensiblen, aggressiven Menschen, ja, mit Schamthemen, die dann noch in deinem Feld sind, so, ne? Auch alle meine Boyfriends habe ich mit Aussehen abgegriffen und über die Jahre immer wieder ehrliche Komplimente. Ach, da muss ich
da gar keine Gedanken machen, wirklich. Ich würde das überhaupt nicht hinterfragen, überhaupt keine Sekunden würde ich das hinterfragen. Mein Mann ist sehr unterstützend und kein Mensch habe das Recht, jemand wegen seines Aussehens anzusprechen, das ist absolut übergriffig. Er meint, dass ich wunderschön sei, dass ich ihm genauso gefalle, sagt er mir seit 25 Jahren täglich. Er meint, ich hätte eine Haltung wie Angela Merkel, halt bequem und das sei meine natürliche Haltung. Das glaube ich sofort. Ne? Also ich habe zwar kein Bild vor Augen, was Angela Merkel für eine Haltung hat, aber das, ich glaube auch, das ist einfach eine bequeme Haltung. Ne? Ich kann und will das nicht ändern. Richtige Einstellung. Was soll ich tun? Ja, habe ich, glaube ich, gesagt. Über die Jahre ist es mir geschätzt etwa 30 Mal oder öfter passiert. Ja, das kriegst du schon in den Griff mit dem, was ich dir gesagt habe. Und ich würde das auch gar nicht so fokussieren, dass mir das jetzt 30 Mal passiert oder 20, sondern einfach sagen, ab jetzt wird dieses Thema keine Rolle mehr für mich spielen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf, ne? Und gar nicht mehr so viel mit beschäftigen, so, ne? Und einfach nur sagen, okay, was mache ich in Zukunft anders? Mehr Grenzen, ne? Mehr Respekt einfordern. Und ich glaube, Angela Merkel ist auch, oder kommst du, glaube ich, jetzt noch zu, auch wirklich ein super Beispiel. Eine Situation, wo ich völlig überrascht war und nicht damit gerechnet habe. Ja, wie gesagt, ich habe das also auch öfter mal gehört früher. Und auch, das war immer von Leuten, wo ich da überhaupt nicht mit gerechnet hatte, ne? Die es auch irgendwie gut gemeint haben. Und ach, es ist einfach ekelhaft. Auch das Rücken durchdrücken, von hinten anfassen, habe ich schon oft erlebt. Ja, du musst echt an deinen Körpergrenzen arbeiten. Ne? Dank dir habe ich nun das erste Mal so stark reagiert und mich in Worten durchgesetzt. Ja, ich fand das eigentlich auch gut. Also ich habe auch gerade so gedacht, eigentlich vor allen Dingen bei diesem zweiten hast du das schon gut gemacht. Ne? Eine Kollegin, die dabei gewesen war, meinte, es sei völlig in Ordnung gewesen. Na, du musst wirklich, also ich sage dir das auch gerne nochmal, es ist völlig in Ordnung, mit dir ist alles in Ordnung, es ist in Ordnung, wenn du nicht abgrenzt, das ist gar überhaupt nicht die Frage. Aber das ist nicht die Lösung, denn ich würde hier nicht sitzen und dich im Rat fragen. Ich möchte auch nicht Menschen, die es ja gut meinen, so dermaßen angiften und vermutlich ebenfalls zurückverletzen. Die meinen es nicht gut. Die denken vielleicht, es meinen es gut, aber sie meinen es nicht gut. Und ich finde, die brauchen mal diese Menschen, vielleicht musst du die nicht zurück angiften, aber die brauchen mal richtig eine harte Grenze, dass sie sagen, oh, und du kannst auch sagen, ich finde das total aggressiv, was du da gesagt hast, dass die wirklich mal, dass du denen mal eine Lehre gibst, dass sie wirklich mal gucken, warum machen sie das eigentlich, weil das ist einfach so ekelhaft, unempathisch, wie nur irgendwas, ne? Ich frage mich, ob Angela Merkel auf ihre Körperhaltung angesprochen wurde oder schon mal jemand versucht hat, ihr den Rücken durchzudrücken. Und das ist genau das Thema. Man kann ja über Angela Merkel denken, was sie will, politisch auch denken, was sie will, aber sie hat es wirklich geschafft, mit einer harten Schule vermutlich, von, wie hieß sie damals, die aus dem Osten, die das Mädchen, wie Kohl sie nannte, zu einer Person zu werden, die jeder fucking respektiert hat, ne? Und was meinst du, wie sie das geschafft hat? Mit harten Grenzen, ne? Da bin ich mir ganz sicher. Und das kannst du auch, ne? Wie kann ich mich locker machen? Nee, ich glaube, es geht nicht um locker machen, sondern Grenze. Eigentlich fast das Gegenteil von locker machen, ne? Schmerzt, wenn Fremde meinen, sie hätten das Recht, mich aufgrund meines Aussehens zu bewerten. Ich frage mich, wie ich in solchen Momenten gelassener reagieren kann und mich gegen solche Übergriffe schützen kann. Ja, es sind ja Übergriffe und da geht es nicht um Gelassenheit, sondern dafür haben wir Ärger und Wut zum Beispiel, zu sagen, also jede Emotion hat ja eine soll uns helfen und Ärger und Wut ist, hier ist die Grenze. Und ich würde da richtig ein Fass aufmachen, ich würde auf gar keinen Fall gelassener reagieren, ne? Bis es sich irgendwann gelöst hat. In diesem Sinne, macht auch die fucking Kurse. Gibt ja auch so Sachen wie Glaubenssätze-Kurse, wollte ich nochmal sagen. Wer da auch so ein bisschen drumrum arbeiten will, guckt gerne mal mein Programm auf liebeschipp.de und gibt es noch vieles andere. Und oder auch den Glückskurs zum Beispiel. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.